heute Abend mit Georg Kurz, dem Bundessprecher der Grünen Jugend. Er ist der Tilman Kuban, der Kevin Kühnert der Grünen. Und ich freue mich voll, dass du heute mit mir hier bist. Herzlich willkommen. Ja, hi, ich freue mich auch. Und wir fangen an mit dem Drink der Woche. Und du hast mir geschrieben, du hättest gerne einen trockenen, schweren Rotwein. Ja. Ist das so dein Ding? Bist du Weinkenner? Nee, nicht wirklich. Das wäre übertrieben. Ich auch nicht. Ich habe einfach nur ausgewählt nach, wie schön das Etikett aussieht. Ja, das ist doch nett. Wir gucken mal, was drin ist, ne? Willst du ihn aufmachen? Prösterchen. Ja, top. Mit dem kommen wir, glaube ich, gut durch den Abend. Glaube ich auch. Jetzt geht's aber auch ans Kochen. Und du durftest ja auch aussuchen, was wir kochen. Und zwar? Ja. Ofengemüse. Wir hauen einfach alles, was geil ist, zusammen auf ein Blech, kippen ordentlich Olivenöl und Gewürze drüber und dann wird es sehr geil. Das Rezept gefällt mir, weil es ist sehr einfach. Ich glaube, wir können wenig falsch machen. Und viel schnibbeln, da können wir viel quatschen. Wie kam es denn überhaupt, dass du zur Politik gegangen bist? Na, ich habe schon relativ früh gemerkt, dass da was schiefläuft auf der Welt. Ich meine, das sieht man ja auch. Und spätestens als wir in der Schule die ersten Dokus über Klimakrise, Regenwaldzerstörung, Plastikflut, na, alles Mögliche geguckt haben. Und ich so gemerkt habe, das passt halt, was wir da lernen, was da an Zerstörung passiert auf der Welt, passt halt überhaupt nicht zu der Politik, die da drauf halt überhaupt nicht angemessen reagiert, sondern einfach immer so weitermacht. Und das hat mich beschäftigt. Und dann war irgendwie klar, dass ich früher oder später irgendwie bei den Grünen land. Das ist dann während meinem Studium in München passiert und habe schon während meinem Studium dann ganz viel für die grüne Jugend, für die Grünen in München gemacht und habe mich dann zwar noch zu seinem Bachelor gequält, der jetzt in meiner Schublade liegt, aber es damit auch gut sein lassen mit der Studiererei und mache seitdem Politik. Nur noch Politik. Volles Rohr. Du warst unter anderem auch schon beim Hambacher Forst aktiv. Kannst du da mal ein bisschen was berichten? Ja, ich glaube, also ich war schon mal früher kurz da, aber ich war vor allem ein paar Tage während der Räumungen im letzten Herbst da. Und also das war einerseits für mich persönlich wirklich die intensivste und krasseste Erfahrung, so die ich in meinem zumindest in meiner politischen Zeit gemacht habe, da zu sitzen und zu wissen, hier geht es nicht nur um die Häuser und die Wohnungen von ein paar einzelnen Leuten hinter uns, sondern einfach, das ist der Ort, wo wir unsere Zukunft gerade entschieden haben. Am Hambacher Forst wird Klimapolitik verhandelt, ganz krass. Und das war eine extrem emotionale Zeit. Und aber hast du denn so richtig die Polizeieinsätze und so mitbekommen? Hast du auch in den Baumhäusern übernachtet und so? Ja, ich hab am Boden geschlafen, nicht im Baumhaus, weil die voll waren. Aber ich war vor Ort und habe auch sozusagen, bis wir geräumt wurden und aus dem Wald rausgeschleift wurden. Aber hat man da keine Angst? Ich sag mal so, ich glaube alle, die da waren, hatten vor Pfefferspray und vor Schlagstöcken deutlich weniger Angst als vor der Klimakrise. Jetzt wurden ja gerade eure Vorsitzenden wiedergewählt, ne? Annalena Baerbock und Robert Habeck. Siehst du Robert Habeck und Annalena Baerbock oder einen von den beiden als nächste Kanzlerkandidaten? Also glaubst du, die können Kanzler? Ja, ich glaube, die könnten es beide. Ich glaube aber, darum geht es noch nicht. Ich glaube halt, bei Regieren ist das Gleiche wie jetzt bei mir mit Ämtern oder Mandaten. Es darf halt kein Selbstzweck sein. Also das muss halt immer Mittel zum Zweck sein, ein Werkzeug sein, um Dinge zu verändern. Und da muss man sich halt sehr klar anschauen, können wir in der Koalition, können wir in der Konstellation irgendwie wirklich die Sachen umsetzen, die es braucht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann dürfen wir es halt auch nicht machen. Und daran muss sich alles ausrichten. Die Frage, wollt ihr in eine Regierung, ja oder nein, ist ehrlich gesagt völlig inhaltsleer. Und ja, also ich hoffe, niemand bei den Grünen macht Politik, um zu regieren als Selbstzweck. Aber glaubst du, dass das wirklich so ist? Dass kein einziger? Na, was heißt kein einziger? Aber wir treten ja schon nicht nur mit ein bisschen anderen Positionen als die anderen Parteien an, sondern mit einem anderen Politikverständnis. Und ich würde hier nicht Politik machen, wenn das nicht das Politikverständnis wäre, dass wir antreten, um Dinge zu verändern, nicht um irgendwie nette Diäten zu kassieren und uns freuen, dass wir drei Ministerien haben. Aber wie erklärst du dir dann, dass so eine Koalition, zum Beispiel eine schwarz-rot-grüne Koalition, zustande kommt? Findest du, dass es möglich ist, mit einer CDU
Regierung zu machen. Ja, die Sondersituation, ich habe jetzt über Bundespolitik geredet, die Situation in Bundesländern, wo es demokratische Mehrheiten überhaupt zu finden, fast alternativlos ist, ist nochmal eine ganz andere. Weiter geht's mit Kochen. Jo, ich würde sagen, wir kippen jetzt hier einfach mal Unmengen Olivenöl und lauter geile Sachen drüber und schieben das schon mal in den Ofen. Wir kochen ja komplett vegetarisch. Bist du Vegetarier? Mhm. Seit wann? Auch irgendwie in meiner Uni-Zeit, ne? Ist das dann vielleicht so 5 Jahre oder so? Mhm, okay. Gerade jetzt hier beim Kochen, ich habe ja vorhin für uns eingekauft und da ist mir eben auch gefallen, ich habe alles Bio gekauft, aber auch die Bio-Zucchini ist in Plastik verpackt, auch die Zwiebeln waren in Plastik verpackt. Verzichtest du komplett auf Plastik im Alltag? Nein, also ich habe Bewunderung für die Menschen, die das tun, aber erstens mal ist es, also wenn man eben nicht irgendwie Nacht in der Höhle erleben will, ist es unmöglich, eigentlich wirklich komplett auf Plastik zu verzichten. Und ich glaube einfach auch, dass uns nicht damit geholfen ist, wenn all diese Menschen, die was ändern wollen am Status quo, sich auf ihren eigenen Konsum irgendwie reduzieren. Wir müssen Einwegplastik in seiner Gesamtheit loswerden und mit all diesen Milliarden Tonnen, die da jedes Jahr produziert werden, nicht meine Zahnbürste. Da geht es nicht um meine Zahnbürste, sondern da geht es um sämtliches Plastik und ich will, dass Menschen dafür streiten. Und ein ähnliches Thema ist ja das Reisen. Fliegst du noch in Urlaub? Nö, ich war, glaube ich, bin einmal 2015 geflogen, das ist aber genau sonst nicht mehr. Aber wie gesagt, auch darum geht es überhaupt gar nicht. Mir ist jeder Mensch, der irgendwie ab und zu in Urlaub fliegt, aber dafür kämpft, dass es am Ende von sinnlosen Inlands-Kurzstreckenflügen gibt, dass es Bahnausbau gibt, dass es eine echte Verkehrswende gibt und Mobilität endlich für alle gilt, 100-mal lieber als Leute, die daheim bleiben und nichts ändern. Aber also, wenn ich jetzt die Beichte ablege, dass ich nächste Woche zum 12. Mal in diesem Jahr in ein Flugzeug steige, magst du mich jetzt weniger? Nee. Wirklich? Nee. Nee, sag mal, also wirklich, das ist nicht Beichte, ich habe nachgezählt nächste Woche zum 12. Mal in diesem Jahr. Und ich bin selbst schockiert irgendwie und ich frage mich eben, wie jemand, der so sich für die Umwelt einsetzt wie du, mich jetzt wahrnimmt. Das Problem ist, solange du günstiger, zuverlässiger, schneller in Urlaub kommst mit dem Flugzeug, als irgendwie mit so einer verkackten Bahn, die ausfällt, mal irgendwie allein bis Madrid, weiß ich nicht, wie viel tausendmal umsteigen muss und wie viele Nächte braucht, und dann auch noch das Doppelte oder das Dreifache bezahlt dafür. Vollkommen egal, was du oder ich da machen, da wird es niemals eine echte Verkehrswende geben. Es geht los. Ich glaube, wir sind fertig. Oh, geil. Ich glaube, so muss das aussehen. Ja. Geil. Ich finde, es riecht extrem gut. Haben wir auch wieder die Koch. Es hat sehr viel Spaß mit dir gemacht. Vielen Dank. Ja, sehr, sehr gern. Ich hatte auch Spaß. Guten Abend. Grüß dich. Lassen wir es uns schmecken.